Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Ja Leute, Zeit die Stage von Terry Bora zu testen. Ich bin ziemlich gehypt drauf. Los geht's! Es wird eine sehr unique Stage, die zwar competitive wieder nicht tauglich ist, aber cool ist sie trotzdem und sie hat mit die besten Soundtracks, wenn nicht sogar die besten. Gut, machen wir erstmal Hazards on. Und schauen uns die Stage ganz normal an, in ihrem normalen Layout. Ah, hier sind so viele gute Tracks. Wisst ihr was? Random. Ah, und wie es das Schicksal so will, ich nehme nochmal Little Mac. Ah, Little Mac macht mir einfach super viel Fun. Wir werden heute auch mal das erste Mal gegen Terry antreten, nachdem wir in den letzten zwei Parts selber gespielt haben. Das wird auch was ganz Besonderes sein, I guess. Aber natürlich erst dann auf der Omega-Version, wo 1 gegen 1 ihm auf Level 9 gegenüberstehen werden. Jo, läuft. Let's go. Schauen wir uns die Stage mal an. Bionifle zu Olima, Young Link, okay. Also, wir haben hier eine Stage. Mit Walk-Offs könnte man meinen, aber es sind keine Walk-Offs. Es sind unsichtbare Wände. Unsichtbare Wände findet man normalerweise sonst in allen Spielen, weil zum Beispiel Mario 64... 3D-Technik, wo unsichtbare Wände einfach sind. Aber die funktionieren wie folgt. Hat der Gegner super viel Knockback erlitten, dann fliegt er durch und stirbt. Das ist quasi die vernünftig gebalancete Version von Warcrofts, wenn ihr so wollt. Das ist die bessere Version von Warcrofts. Weil nur, wenn der Gegner viel Knockback erleidet, wie hier zum Beispiel gesehen, dann ja, fliegt er da durch und stirbt. Und das ist besonders an der Stage. Diese Stage spiegelt diesen Fighting Game Spirit von klassischen Beat'em-Ups. Die eben halt mit einer Energieleiste funktionieren und so. Ihr kennt das ja, halt, was nicht Smash ist. Am besten wieder, wie ich finde. Bam, einfach K.O.-Punchy in der Runde. So muss das. Little Mac räumt auf. Das ist ziemlich satisfying, dieses Gefühl, wenn die aus der Wände fliegen. Ich weiß nicht. Die Stage an sich ist ziemlich funny. Man könnte es irgendwie als Side-Event auf einem Offline-Turnier verwenden. Oder man einfach so spielen als Side-Event. Weil das hat was. Man kann da nicht campen, Walk-Offs abusen. Das ist quasi, wenn ihr ein klassisches Fighting-Game spielen wollt, mit Leben oder so, eure Go-To-Stage. Kann man nicht anders sagen. Ich mag die Stage, wirklich. Finde die nicht schlecht. Competitive ist sie trotzdem nicht, weil kein... Ja, keine Abgründe und so. Es würde Mac zum Beispiel stark bevorzugen. Deswegen habe ich ihn auch hier genommen. Hey, bin halt nicht doof. Würde den halt ziemlich bevorzugen, weil er nicht runterfallen kann. Und generell ist die Stage ziemlich weitläufig, aber ich finde die echt nice. Also Competitive Wertung würde ich sagen, ist es eine 4-, aber wirklich nur eine Kurzgrenze, weil es dann doch gar nicht mal so viel Gen gibt und es keine klassischen Walk-Offs hier gibt. Aber ich dich zum Ersten, ist nicht mehr lustig. Bester Little Mac halt, was wollt ihr mehr? Das, obwohl ich nebenbei so viel rede. Fun-Faktor muss ich sagen, gebe ich der Stage wirklich eine 2-, kann man machen, ist mal was anderes, Smash mit einem anderen Gameplay, wenn ihr so wollt, mit einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel Smash zu spielen, ist vielleicht eine ganz gute Sache. Designtechnisch finde ich es auch geil, da sind halt die Fatal Fury Charaktere im Hintergrund, dancen da oder machen Moves, oder feuern an und immer wenn man einen Kill bekommen hat, kommt Feuerwerk, ziemlich satisfying. Gefällt mir auch sehr vom Design her. Designtechnisch gebe ich da wirklich 2+. Was mir nicht so gefällt, ist, dass es so eine Art Footballstadion ist. Ich meine, es ist das King of Fighters Stadium. Aber ja, es sieht einfach aus wie so ein Footballstadion. Es gefällt mir nicht so, diese Thematik. Muss ich ganz ehrlich sagen, oder so ein Baseballstadion. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Sonst echt super Sache. Insgesamt gebe ich der Stage. Ja, eine 2. Die hat was. Die hat wirklich was. Gut, schauen wir uns die ohne Stage-Hazards an. Da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert denn hier. Ich sag jetzt nicht, die die Wände, die unsichtbaren Wände sind jetzt weg und da gibt's wieder Walk-Offs. Das wäre nicht lustig. Schauen wir mal. Desert Requiem, ja, das ist auch geil. Klingt wie Doom OST hier. Sind hier? Na doch, die unsichtbaren Wände sind noch da. Dann scheint sich hier nichts zu ändern, Leute. Die Stage Hazards aus sind. Das ist interessant.
Matchup, das ist nicht lustig. Aber egal, ist ja nur ein Computer, den besiegen wir auch locker mit dem Mac. Schließlich mal Main. Los geht's! Dictate! Schwert-Hitboxen müssen respektiert werden und... Knockback reicht noch nicht aus, er fliegt noch nicht raus. Das macht so Fun, ne? Tot. Nee, noch nicht ganz. Ist brüchig jetzt. Wie interessant. Jab, jab, ab hier, die Soul-Kombo. Und Sliding F-Tilt. Oh, schade. Habe ich ein bisschen zu viel Terry gespielt. Fühlt sich ein bisschen awkward an, Little Mac. Weil er halt keine Kombos hat. Terry, der kombot dir den Arsch aus der Seele raus. Und Little Mac, der hat halt nix. Ist halt immer noch der schlechteste Charakter. Hat auch keine Buffs bekommen, ey. Ist sehr schade, finde ich. Aber ist auch gut so. Ansonsten würde ich ja die Welt- und die Smash-Szene im Grunde Boden stampfen mit Little Mac. Seht ihr, was hier abgeht? Das war übrigens ein Level 9er, ne? Er hat einfach mal den Grunde Bogen gestampft. Ich rede nebenbei. Und zerstören er einfach nebenbei. Warum nicht? So, jetzt gibt es die Battlefield-Version. Die sieht auch interessant aus. Jetzt sind natürlich diese unsichtbaren Wände nicht mehr da. Battlefield und Omega-Version sind alle gleich. Hab ich euch ja schon mal gesagt. So. Und dann gucken wir, wer jetzt unser Gegner ist. Meta Knight, auch in grün. Wäre die Ampel grün, wäre das wunderschön. Einer der besten Stages von Little Mac. Oh ja, einer meiner Lieblingslieder. Ist halt der richtige Fighting Game Spirit, wie dieses Lied ausstrahlt, finde ich. Klingt halt richtig nach Beat'em Up. Nicht wie diese Smash Tracks. Sind wir mal ehrlich, diese Smashville-Tracks und so, die sind doch Mist. Das ist ein geiles Lied. Na, komm her, Meta Knight. Schade. Oh, er will es wissen. Er will es wissen. Er will es wirklich wissen. Take this! Schade. Oh, er spammt nur Down B. Bist du so verzweifelt gegen meinen Little Mac? Tut mir aber leid. Ich möchte aber auch nicht weiterhelfen. Natürlich Parry, Level 9. Noch nie gesehen, dass das eine geparried hat. Aber wer da denkt, der ist sicher von den K.O.-Punch. Der hat sich geirrt. Ah, mein Mac ist so insane. Tot? Leider nicht. Oh, der Tornado. Nicht schlecht, der Specht. Muss man ihn ja auch mal lassen, ne? Nein, voll verfehlt. Bin ich deswegen tot? Glück nicht. Denkst du dir so? Ah, die Range ist echt nicht gut, Mann. Gut, jetzt Saipi oder Daumi. Muss es respektieren. Zack, Api. Reicht doch nicht, obwohl es Meta Knight ist. Ein Leichtgewicht. Ah, ja, der Spot Dodge. Feuerwehr gibt's da. Extra für den guten Little Mac, ne? Extra für den Little Mac. Extra für mich hier im Feuerwerk. Ich fühle mich geehrt. Schade. Na, spammen wir die Side B. Spammen wir die. Oh yeah! Oh ja, Freestyle. Bam! Fatal Fury Stage, gib mir die Power! So, jetzt kommt der wahre Challenger. The one and only. Terry Bogart. Jetzt brauchen wir das G-Stream. Den ultimativen Showdown jetzt hier. Wo ist es? Gib mir das G-Stream! Ja, wo ist das denn? Es sind so viele Soundtracks hier, ihr seht's ja. Ich hätte das jetzt aber wunderbar gerne. Hallo? Das ist ja ganz oben, ich weiß, ich will das aber nicht. Es gibt zwei G-Streams. Das gute alte. Das neue ist aber auch nicht schlecht. Ich mag beide. Kann nicht sein. Dass es nicht da ist. Da gab es doch nur eins, als ob.
weiß es. Los geht's! Oh! Little Mac gegen Terry. Das erste Mal, dass ich gegen Terry spiele. Deswegen, mal schauen. Ja, nehmen wir normal. Terry Bogard ist in Smash. Wir feiern es mit diesem Kampf. Eure Meinung auch gerne in die Kommentare zu Terry und der Stage. Würde mich doch brennend interessieren. Versteht ihr brennen? Terry auch viel Feuermoves hat. Oh mein Gott. Der hat's auch drauf, was? Nicht nur ich kann diese Terry-Kombos. Jo, der ist ja... Wow, okay, okay. Schiebt's drauf, dass ich noch nie gegen Terry gespielt habe. Macht, was ihr wollt. Aber das ist uncool. What the fuck? Okay. Macht den jetzt kaputt. Ähnlich abhieß. Das war natürlich dieses Go, ne? Haha! Komm weg, das jetzt. Combo Game ist insane, Mann, von Terry. Wovon Little Max Combo Game nicht behaupten kann. Leider. Nerviger als Ken, actually, glaube ich. Mit Little Mac. Bin ich tot? Nee, bin ich nicht. Zum Glück. Tot? Noch nicht. Sehr gut. Mann, nimm mal diese Frame perfekt. Air Dodges. Ausgebetet. Let's go. Jetzt fick ich ihn. Kein Jump! Und dann Smash reinhauen. Tuss! Ja, muss sagen, ich muss mich schon ein bisschen anstrengen jetzt. Habt ihr gemerkt, ne? Ich hab anders kommentiert. Nicht schlecht, Terry. Nicht schlecht. War mein erstes Mal mit ihm, ne? Mein erstes Date mit Terry. Ja. Ja, relativ unangenehm, muss ich ja zugeben. Ja, also die Omega und die Battlefield Stage relativ mechanisch angehaucht, ne, durch den Boden. Alles wirkt so ein bisschen metallisch. Aber, ja, weiß zu gefallen, vor allem die Musik bei der Stage. Es lohnt sich allein schon, die Stage zu picken, nur für die Musik. Sei es jetzt die Omega oder die Battlefield-Version, wenn man Competitive spielen möchte. Echt not bad. Ja, Leute, Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder bei einem nächsten Part, der wahrscheinlich erst wieder in der Zukunft kommen wird. Ansonsten beim Terry-Tutorial, weil das war's jetzt erstmal wieder für Super Smash Bros. Ultimates. Wir haben wieder alles durchgenudelt. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das sein wird, mit den neuen Kämpfern dann wahrscheinlich. Macht's gut und haut rein! We'll be right back.